es da nicht irgendwo was? Oh, Toilette. Ja, okay. Das würde zumindest erklären, wo die grüne Suppe herkommt. Ja. Ein bisschen zumindest. Boah, ist da Dr. Alter, ist eine Dr. Quack-Statue. Vice President. Ach ja, der hat seine Statue hingestellt. Ja. Aber da müsste ja die andere Statue weg sein. So, wir fliegen wieder los. Ich bin mir gar nicht sicher hier mit der Fähigkeit. Jetzt kann er sogar, glaube ich, länger fliegen als Kazooie. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich komme mir zumindest so vor. Ah, hier ist der Shortcut in die andere Welt. Können wir den da mal aufmachen. So, sehr schön. Genau. Warum sind wir dann hier hochgeklettert? Macht doch gar keinen Sinn. Aber da können wir, wenn wir jetzt hier den Shortcut haben, können wir mal uns da hinten was angucken. Ne, ist ja kein wirklicher Shortcut, oder? Ich guck mal, ob wir noch einen Shortcut finden. Wenn wir jetzt hier runtergehen, müssen wir entweder wieder fliegen da hinten oder wir müssen dann wieder hier hoch. Speed ist kacke. Dauert B das lang. Du, was ist das denn? Welt 5. Da geht's zur Welt 5. Achso, die Welt 5 war ja immer so ein Planetensymbol. Erinnere ich mich gerade ganz dezent. Hier ist ein Peachy, aber da kommen wir so nicht hin. Hier so viele. Boah, jetzt stockt das andauernd. Das gefällt mir gar nicht, meine Freunde. Wird so wie. Was? Oh, wer ist da unten? Kapital B hat mich hier eingesperrt und gelacht, während er mir Eselsohren in die Ecke geknickt hat. Hilfe! Da kommen wir doch nicht hin, oder? Nee, das wird nicht. Lass uns mal irgendwie anders machen. Die Worry Towers. Was ist das denn das Spiel jetzt andauernd? Sind jetzt vielleicht zu viele Gegenstände oder so? Alter, wie lange muss man denn auf die draufhalten? Alter. Ich glaube, hier ist einfach zu viel Zeug. Ich glaube, wir gehen hier gerade umsonst hin. Ach man. Sind das für blöde Viecher. Hier ein Shortcut zur Welt 2. Ich weiß sogar, wo das ist. So. Dann schalten wir die Abkürzung kurz frei und dann. Werden wir uns bei der letzten Welt widmen. Oh, man steht direkt drauf. Das ist ja praktisch. So, gut, da haben wir das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie die letzte Welt aussieht. Und ich hoffe, die kostet nicht allzu viele Pages. Wir haben ja ein bisschen Wasser. Aber ich glaube, wir brauchen auch fürs Ende noch ein paar.
Das hier ist 100% der Eingang zu Kapital B. Klopf, klopf. Nein, wir brauchen keinen neuen Asphalt für unsere... Ihr seid an meinen Firmikreatoren vorbeigekommen. An den meisten sind wir einfach vorbeigelaufen. Und dann mussten wir eins auf die Mütze geben. Quack, du fauler Vogel. Ich hatte dir doch geraten, in ein Privatarmee-Portfolio zu investieren. Ah, wie dem auch sei. Nun seid ihr hier. Wie wäre es, wenn ihr wieder Leine zieht? Jan, aber nur mit meinem Buch. Meine Bürotüren bleiben geschlossen. Außer ihr habt, sagen wir, insgesamt 100 Pages gesammelt. Ah, komm, Lele. Mal sehen, ob wir ihre Aufmerksamkeit gewinnen können, wenn wir ihre Herausforderungen bestehen und 100 Pages sammeln. 100 Pages? Spielstand anschauen. Das sind nur ein paar, ne? Nur 18 Pages. Ich weiß nicht, ob wir die alle in der letzten Welt kriegen, aber die 100 Pages zusammenkriegen wird auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Ach, ja, komm. Geh weg. Also 100 Pages gar kein Ding, weil wir können uns locker 5 noch aus die anderen Welten holen. Also von denen ich jetzt sofort weiß. Und wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr. Also ich weiß mindestens 5 Stück, die wir uns sofort holen können. Alter, das sieht aber geil aus. Kann ich hier runter? Das Wasser? Aber wieso kann ich nicht ins Wasser? Kann ich das anlecken? Kann ich das anlecken? Nein, schade. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendeine Zustandsveränderung. So. Wir machen aber eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns auch direkt hier weiter, ohne Neuladen, ohne alles. Wir machen kurze 5 Minuten Pause hier, weil es sind schon wieder 2,5 Stunden. Mir tun die Augen schon wieder weh und ich will auch mal ganz kurz, ein paar kleine Dinge erledigen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! So, da sind wir auch schon wieder. Und ich bin tierisch gespannt auf die letzte Welt. Ja. Und ist natürlich nicht ein Tag vergangen. Ne? Also, ich habe mich einfach wieder hergestellt und gesagt, ich folge die nächste Welt. Nein, das sind Gerüchte. So, Pages sollten wir genug haben zum Öffnen und zum Erweitern. 12. Ja. Was sieht. Galeonen-Galaxie. Okay. Das Erweitern sollte dann auch mit den 15 oder so kosten. Sollte ja alles kein Problem sein. Kann ich auch gepasst. Jetzt haben wir noch 22. Ja. Und 18 brauchen wir glaube ich noch. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 15 Pages gefunden habt. Stellt euch einfach auf den Großwälzer-Schalter. Wenn ihr bereit seid. Wir geben dir Bescheid, wenn wir erweitern wollen, Peachy. Ein paar mehr Sammelobjekte wären jedenfalls nicht schlecht. So. Oh ja, und rein geht's. Letzte Welt. Und dann werden wir Kapital B mal gehörig den Arsch versohlen gehen. Aber richtig. Galeonen-Galaxie. Schick. Was ist das? Direkt was entdeckt? Oh! Aua! Nicht nur direkt was entdeckt, auch direkt in den Gewicht bekommen hier. Und hier gibt es wieder genau dieselben Sammelobjekte. Jawohl. Ich finde die Bäume cool. Die bewegt sich. Was ist das? Das hängt an dem Schlauch. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das sind wahrscheinlich die Abkürzungen in den Welten.
Hallo, 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 hallo. Ich glaube nicht, dass ich hier schwimmen kann. Ja. Wir sollten hier nicht ins Wasser. Okay, also müssen wir rüber fliegen. Und das ging. So. Ich darf hier nicht so nach unten drücken. Na gut. Wir fliegen da bestimmt nochmal rüber. Was sind da für Viecher da in der Luft? Da hinten hängt auch was an der Insel. Guck mal, der Teleporter führt doch direkt darüber. Also der Transporter. Und ich höre Tausos schon. Der hängt wieder am Telefon. Ich öffne dieses Flugschächte für euch, aber wenn ihr an weiteren Feldern vorbei wollt, solltet ihr den Moves Sonarschild kaufen. Nö. Man benutzt einen Flugschaft, indem man sich in die Tür stellt und fliegt. Durch eure Bewegung wird die Super-Saugkraft der Rohre aktiviert. Bin gespannt, wo ihr hinkommt. Ja, ich weiß es, um ehrlich zu sein. Einfach eingesaugt. Wie so einem überdimensionalen Staubsauger. Na gut, da haben wir das Rätsel ja schon gelöst. So, und jetzt versuchen wir natürlich noch hier uns hier die ein paar Federn zu holen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ui, nein, die will ich auch. Wir haben noch ein bisschen Flugzeit. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, Mann. Ich will die Feder haben. Kann nicht so schwer sein, sind jetzt. Meine Güte. Mit einem blöden Feder. Ja, wir stürzen gleich ab. Und ab und ab. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht auch cool aus. Das sieht wieder auf wie ein Gesicht. Da können wir Tonikum wechseln. Da ist schon der DNA-Tor. Aber gehen wir zu Tausos. Wir holen gleich mal die Superschall. Da können wir zum nächsten Portal schon. Hey, Tausos, wie läuft das Geschäft? Ah, komitenhaft. Tausos ist über den Markt auf diesen Planeten hinausgewachsen. Es ist Zeit, dass ich mein Geschäft mit Tricks und gefälschten Designerunterhosen in Raum und Zeit ausweite. Gefälschte Designerunterhosen, aha, die hat er persönlich eingetragen. Wie soll ich das jetzt verstehen? Draußen, es ist da oben so eine große Nummer, dass ein paar Monde sich bereits überlegen, ein Geschäft zu umkreisen? Ja, mein lieber Herr, Bescheidenheit, weniger Gelaber und mehr Action. Bitte zeig uns die Angebote. Jawohl, Fräulein, du wirst nicht glauben, was für Schnäppchen ich in dieser Welt anbieten kann. Im Weltraum gibt es keine Steuern. Ja, bestimmt schweineteuer. Der letzte Trick Jahrhundert war so klar. Also, dass es jetzt der teuerste Trick von allen wird, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben mehr als genug. Wir haben fast 400 Federn übrig. Absolute Spitzenklasse. Verwende diesen, um verrückte Fans an Fassaden zu hindern. Was, um verrückte Fans am Anfassen zu hindern? Okay. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Jawohl. Mit dem nächsten Trick behindert draußen das durchgeknallte Fans ihn in der Öffentlichkeit anfassen. Ja klar, wer will schon deine Schuppen anfassen? Mit dem Sonarschild bist du für kurze Zeit vor allem Schaden gefeit. Halte einfach RT und drücke gelb, um ihn auszuführen. Vergiss nicht, dass er nur für eine kurze Zeit wird. Außers GmbH benimmt keinerlei Haftung für jegliche Streitigkeiten, die du anzettelst. Erholungsschaft freigeschaltet. Super.
Ja. Bald wieder. Ihr werdet diese Tricks brauchen, um euer Buch zu finden. Wir haben alle Tricks, mein Freund. Du hast einfach nichts mehr. So wie, ja. So, wo wollen wir denn zuerst hin? Da hinten auf die Insel geht's noch. Da gibt's was. Da geht's hoch. Wo ist die Frau Doktor? Frau Doktor? Frau Doktor ist gar nicht da. Und im Casino fehlt. Oh geil, wie sehen die denn aus? Alter, laufende Gehirne. Hallo. Ihr seht ja cool aus. Zeig mal deinen Rücken, mein Freund. Kann ich die gar nicht an? Zeig mal deinen Rücken. Ja, nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Warum hängen da Luftballons? War das so? Ist der Luftballon kaputt gegangen? Wie war das? Hä? Oder mussten wir die Blöcke hier schmelzen? Aber wo kriegen wir denn eine Feuerblume? Können wir vielleicht diese Steine hier anlecken? Der leuchtet doch so lustig rot hier. Nee, schade. Der Doktor ist nicht da? Was ist denn das? Ein Eisknopf? Können wir diese Dinge bewegen? Okay, irgendwas ist ja damit noch. Ah, da ist die Frau Doktor. Wieso so weit weg? Hallo, Frau Doktor. Warum so weit weg? Hey Doc, dass man dich hier trifft. Ja, hallo, da habt ihr mich wohl komplett verschollen erwischt. Gerade noch untersuche ich die interstellare Meeresfauna und plötzlich bin ich verloren auf dem Meer. Irgendwie verständlich, mit dem großen Topf auf dem Kopf sieht man sich ja nicht so sonderlich gut. Würdet ihr so nett sein und an Land etwas für mich finden, das mich zurückführen kann, dann muss es doch ein Gerät geben, das mir den Weg leuchten kann. Wenn du mich zurück an Land bekommst, kann ich dich mit meinem grandiosen DNA-Tor transformieren. Okay. Halt, ist da unter ihrem Schiff was? Sieht doch fast so aus, oder? Ne, das sind bloß so Haken, die angeleuchtet werden. So, ich hoffe, wir müssen nicht unter Wasser nach dem DNA-Tor. Und juhu! Hallo, ich dachte gerade, das tut uns gleich weh hier. Okay, die Welt ist echt merkwürdig, aber ultra cool. Hast schon wieder so einen Knopf. Aber muss ich vielleicht. Wie kriege ich dazu, dass die sich bewegen? Und ich hab's gehört. Hier oder noch weiter oben? Ja, hier schon. Mara, geh doch mal ein Stück weg. Bin mir nicht sicher. Ach, da war er. Hallo! So, da haben wir zumindest den schon mal. Gucken wir mal, was hier oben so schön ist. Noch nicht, da hängt ein Peachy am Dran.
Ich nehme an, dafür muss ich diesen Knopf da hinten drücken, aber ich krieg die. Ich weiß nicht, ob ich die Teile hier kaputt machen muss oder. Ich glaube, wir müssen erstmal einen anderen Teil des Levels. Ich dachte, ich kann da drauf. Na, dann müssen wir erstmal woanders hin. Na gut. Wir müssen bestimmt erstmal dahin, wo uns die neue Fähigkeit langführt. Also da hinten durch die Wand, okay. Und kommen wir rein. Hey, ist da draußen jemand? Man hat mich ins Gefängnis geworfen, aber die Tür ist verschlossen. Ihr müsst einen anderen Weg hier reinfinden. Okay, das kriegen wir hin. Diese blöden Wege, wo man nur hochrollen kann, ne? Finde ich echt nervig. Roller doch mal hoch. Nicht hier stehen bleiben? Nein. Wieso? Hä? Warst du gerade weg? Wie war das? So und so. Achso, das blinkert immer wieder. Dann kann ich doch auch so durchgehen, Mensch. Nein. Ja. Dem Moment, wo ich durch will, ne? Boah, bitte nicht. Ach, komm schon. Hallo. Komm ich durch, danke schön. Haben wir irgendwo einen Schmetterling? Und gucken wir mal kurz hier. Oh. Apropos. Weg ins Gefängnis, ne? Und ich habe da was gehört. Mondgefängnis. Ja, kriegt man Kleber? Der kriegt man. Ist der die? Ja, wenn er die auch ist. Schön. Hier können wir zur Kanone werden. Dann können wir uns Feuer holen, da gibt's Eis. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Kanone. Hier brauchen wir. Weiß ich gar nicht. Der Schmetterling ist lecker. Hier kann man leuchten. Hier ist dunkel. Wir brauchen die Kanone. Okay, ja. Die Kanone ist hier. Machen wir schnell noch. Okay, das geht nicht. Wann haben wir denn die Kanone? Oh. Da war sie weg. Wo waren die Kanonenkugeln? Die Kanonen. Ui, man niesen hier. Mit dem Art hat er den eingesammelt. Mit dem Essen. Geht das kaputt? Nein, das geht auch nicht kaputt. Hier sind die Kanonenkugeln. Das ist ein lecker Schmetterling. Ach hier, das ist die Rückseite von der Tür. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die. Und dann brauchen wir noch das. Und dann können wir hinterrollen. Hinterhin laufen. Okay, das ist falsch. Wir brauchen. Wie reicht das? Genau, haben wir den ersten schon aktiviert. Was ist denn hier? Hier ist. Wurmsymbol. Was haben wir denn? Das ist ja Wasser. Oder will der einfach nur Hitze? Verstehe es nicht.
Wir haben doch noch eine Tür. Wir leuchten uns mal den Weg. Aha, brauchen wir auf jeden Fall die Kanone. Jetzt. Und ich will drüber gucken. Okay, in beide Richtungen geht's lang. Was, hier noch was? Das gab's ja noch nie. Das ist das erste Mal. Ah, und Eis. Was ist Eis? Was ist Eis? Und die hier. Okay. Also die werden einfach mit dagegen schießen aktiviert. So, jetzt braucht man das Licht gleich und die Kanone, genau. Also die Granaten, besser gesagt. Und ach nein, jetzt hat er falsche angeleckert. Mann. Oh, Kanone, Kanone, Kanone. So, Granate. Und leuchten. Hier ist ein Knopf. Und das war nicht. So, dann müsste der Apache jetzt schon frei sein. Aber dann mit dem Strom, das gab es jetzt zum ersten Mal. Ich bin frei, danke. Das war hart drin mit diesem geisterhaften Barmann. Er hat furchtbare Manieren. Ja, den haben wir ja schon. Das haben wir ja schon gelöst, das Problem, ne? Hallo. Alter, mit dem Strom ist doch doof, sowas im letzten Level einzuführen. Hätte man doch so super bei die anderen Wände machen. Also hier bei die überall, wo so Strombarrieren haben, hätte man das noch machen können, dass man nicht ringsrum fliegt, also ringsrum kann. Und wenn man so aufgeladen ist wie wir jetzt, wenn man einfach durch kann. Das hätte doch prima geklappt. Und welchen Zweck hat der Honig? Hat der Honig überhaupt einen Zweck hier? Na gut. Machen wir mal weiter. Boah, Augen. Aua. Na, gibt sich nur hinten, hä? Blöden Augen. Wie kriege ich die Dinger kaputt auf, oder? Das ist doch die Rückseite vom. Da geht's auch rein. Wir müssen erstmal den vorgeschlagenen Weg gehen. Nein, wir können auch schummeln einfach. Wird das auch als vorgeschlagenen Weg gelaufen? Ja. Okay.